So, willkommen zu einem neuen Oras Wi-Fi Battle. Dieses Mal ein Mixed-Tier-Kampf gegen Jenny bzw. auf Skype Sir Scheißelot. So viel ich weiß. Ja, es war ein echt spannender Kampf, muss man einfach sagen. Deswegen, ja, dachte ich mir, lade ich ihn einfach mal hoch. Ja. Ich will ja eigentlich mehr Live-Kämpfe machen. Hatte ich ja auch schon vor längerem mal angekündigt, dass ich mehr Live-Kämpfe machen möchte. Aber es ist halt immer so das Problem, ich weiß nie, wie die Leute spielen. Also wenn mich jetzt Abonnenten herausfordern, weiß ich nie, ob die gut sind oder so. Also ich hatte schon so oft, hatte ich es wirklich, dass ich dann gegen Abonnenten gespielt habe, die nicht besonders gut waren und ja, sowas möchte man halt eben nicht live aufnehmen. Ich denke, das ist verständlich, weil ja, unspannende Kämpfe möchte man nicht unbedingt hochladen. Deswegen kämpfe ich erstmal gegen meine Abonnenten halt. Ja, eben nicht live. Und wenn der Kampf gut war, ja meine Güte, dann kommentiere ich den halt nach. Ja, so war es hier auch bei diesem Kampf. Ich kann ja kurz mal auf mein Team eingehen, obwohl ihr es auch wieder in der Videobeschreibung findet ihr einen Link zu einem Google Dokument, wo ihr halt eben das Team copy-pasten könnt, beziehungsweise ihr müsst es halt vorher runterladen und dann aus dem PDF-Dokument könnt ihr es dann copy-pasten in und in Showdown oder Pokémon Online einfach importieren und dann könnt ihr euch die Pokémon schön angucken, wobei man sich die natürlich da auch schon, die Sets auch schon durchlesen kann, wenn man da so ein bisschen Erfahrung hat, sage ich jetzt mal. Ja. Gut. Auf meiner Seite sieht man ein Choicebacks Rotom Heat, ein, ja, mein defensives Zapdos mit Auflockern ist hier einfach nur drin, um Hazards wegzubekommen, ist klar, denke ich mal. Dann mein Live-Orb Mamutel. Es war, ja, ein frohes Live-Orb-Set, einfach nur. Einfach nur so. Dann ein Brunusbären Trombork, ein Giftschleim Tentoxa, aber eigentlich ziemlich offensiv gespielt, kann ich auch schon mal sagen. Und dann mein Offensivwesten Pandacro. Leider noch mit der Überbrückung. Ich habe mir ja damals noch zu XY-Zeiten war es Überbrückung. Pandacro deutlich besser als das Iron Fist. Einfach weil es noch nicht über so den großen Movepool verfügt hat mit irgendwelchen Hieb-Attacken. Da war das Beste eigentlich der Gift-Hieb, der da noch einigermaßen gut war, sage ich jetzt mal als Hieb-Attacke. Und ja, dann hat man halt Erdbeben drauf gespielt und es war dann ganz praktisch, mit Erdbeben auch Schwebe-Pokémon treffen zu können. Und deswegen ist das eben noch mein Überbrückungs-Pandacro. Aber mit neuen Oras-Moves habe ich halt einfach mal so angepasst. Ich müsste mir noch ein neues züchten dafür. Aber das wird auf jeden Fall auch noch kommen. Naja. Dann zu seinem Team. Also ich glaube, er hat ein Choice-Scarf-Trikefalo dabei. Da bin ich mir eigentlich fast sicher. Denn wobei, muss nicht unbedingt sein. Kann auch Choicebacks sein. Ich weiß es in dem Fall überhaupt nicht. Einfach weil. Ja. Ihr werdet es noch sehen. Warum und weshalb. Gut, dann hat er eindeutig ein Choiceband Sherox dabei. Beulenhelm. Tentantel. Leftover. Florges. Mega Metagross, was sein OU in dem Team ist. Mega Metagross ist ja so ein Pokémon,
Es wird gerade diskutiert, ob es eben aus dem OU gebannt wird. Da bin ich ehrlich gesagt, ich bin sogar dafür, dass es gebannt wird. Einfach weil. Ja. Es ist wirklich stark, das sieht man auch in diesem Kampf. Also, ich würde sagen, im OU kann man es auf jeden Fall handeln. So ist es nicht. Aber es kann schwer werden. Es kann echt sehr, sehr schwer werden. Naja, und dann haben wir noch ein Phoenixes, wo man, ja, von dem hat man eigentlich nicht wirklich was gesehen, deswegen lasse ich den jetzt einfach mal außen vor. Gut, ich würde sagen, ich fange einfach mal an. Wie man schon gesehen hat, eben die beiden Leads. Und hier sieht man gleich schon in der ersten Runde, ja, es ist schneller. Ich bin mir aber fast sicher, dass Trikefalo von sich aus auch schon schneller ist. Deswegen kann ich mir hier nicht sicher sein, ob es Choice Bex oder Choice Scarf ist. Aber ich vermute, am Drachenpuls vermute ich eher den Choice Scarf. Denn, ja. Ich weiß auch nicht. Das ist so ein bisschen so eine Intuition, was das angeht. Naja, ich wechsle hier auf jeden Fall durch den Voltwechsel in mein Pandacro. Und ja, hau einfach mal mit einem Ableithieb drauf. Und hier sieht man schon, hätte ich in dem Fall noch Eisenforce gehabt, das hätte so reingeknüppelt, das glaubt man gar nicht. Aber auch ohne Iron Fist reicht das hier auf jeden Fall aus. Also, ich habe es in diesem Kampf nicht bereut, nicht Iron Fist zu spielen, kann ich schon mal sagen. Ja, es hat jetzt nicht wirklich irgendeinen Unterschied gemacht. Auch wenn es wirklich. Es bringt nichts bei dem Set, das ich hier gerade spiele. Ihr seht es ja dann auch, wenn ihr euch das mal in der Videobeschreibung anguckt. Das Dokument. Naja, ich gehe hier natürlich. Ja, weil ich. Was predikte ich hier eigentlich? Ich predikte hier irgendetwas. Natürlich. Gehe auf meinen Zapdos. Ja, ich habe hier entweder einen Patronenhieb oder eben das Aeroass predicted. Ich glaube, eigentlich nur einen Patronenhieb, vor dem ich wirklich Angst hatte. Aber Aeroass, ja, das ist mir in dem Moment auch aufgefallen. Ist ja sogar sehr effektiv. Deswegen war das hier ein guter Switch in Zapdos. Aber ja, das kann er natürlich mit seinen Flawgas richtig gut kontern, denn. Ja, Zapdos, also zumindest das Zapdos ist jetzt nicht unbedingt das offensivste Pokémon. Und es ist klar, dass ich mit speziellen Attacken angreife bei einem Zapdos. Deswegen war der Switch in hier relativ safe für ihn. Und ja, ich hatte das Glück, dass ich eben die Verbrennung bekomme auf der Hitzewelle. Was schon ziemlich lucky ist, würde ich mal sagen. Aber ja, es ist halt nur kontinuierlicher Schaden auf diesem Florbis. Was heißt nur? Es ist kontinuierlicher Schaden. Das ist eigentlich gut. Ja, gehe hier in mein Tentoxa, um natürlich die Mondgewalt abzufangen, die meinem Zapdos natürlich auch relativ viel Schaden gemacht hat. Und ich konnte wirklich nichts dagegen tun. Und gleich sieht man schon, was für ein Set ich hier überhaupt spiele auf diesem Tentoxa. Denn es ist ein Säurespeier-Set. Komplett offensiv. Zwar ohne offensiven Investment, weil ich schon wieder, ja. Ich wollte dieses Set einfach mal schnell ausprobieren und habe irgendein Tentoxa, was ich bei mir noch rumfliegen hatte, genommen. Was ja nicht die richtigen EVs oder Wesen oder sonst was hat. Hier predikte ich tatsächlich, dass er hier mein. Wechsel predicted, denn der war eigentlich relativ obvious und deswegen gehe ich nochmal auf Siedewasser, hoffe auf den Burn, aber ja, krieg ihn natürlich nicht. Gut, was will man erwarten? Und hier gehe ich dann in Pandacro, weil ich hier schon den Sendkopfstoß eben predicted habe. Aber ich will trotzdem immer noch nicht drin bleiben, denn ich würde sagen, Eisenschädel tut trotzdem immer noch sehr weh auf einem Pandacro. Deswegen gehe ich hier in Zapdos, was den Eisenschädel
resistet, aber der Schaden ist trotzdem noch enorm. Ich meine, das ist ein mix-defensives Zapdos. Das ist schon, ja, schon heftig. Ich gehe hier nochmal auf die Hitzewelle, aber es reicht leider nicht aus und ja, der Eishieb killt mich dann oder killt das Zapdos im Endeffekt. Ich war mir sicher, dass er Eishieb spielt, aber es war in dem Moment einfach. Ja, ich musste irgendwie Schaden auf dieses Pokémon bekommen. Naja, ich predikte hier natürlich den Switch mit meinem Rotom. Gehe auf den Voltwechsel, um einfach so ein bisschen, ja, eben die Switch Advantage zu haben. Oh Mann, dieser Zungenbrecher. Ich weiß auch nicht, ich komme mit dem Wort nicht klar. Naja, ich gehe daraufhin halt in meinen Mamutel. Und ja, er wechselt hier natürlich in seinen Schwebe-Pokémon, um das Erdbeben zu predikten, aber ich habe das Ganze auch schon prediktet und gehe auf eben den Steinhagel. Und ja, hier will er, glaube ich, gar nicht mehr wirklich auswechseln. Wobei er hätte natürlich auch darauf. Oder nee, hätte er eigentlich nicht. Er hat meinen Life-Up-Schaden gesehen. Egal. Auf jeden Fall. Ja, war das hier, denke ich, mein Opfer einfach. Mit dem Eishieb. Hier, das macht er wirklich sehr gut. Ich habe hier den Patronenhieb predicted, weil ich denke, ich hätte dieses Shirox outspeedet. Und es wäre nicht gut ausgegangen. Für. Für Shirox, wenn ich ein Erdbeben getroffen hätte. Aber ja, das hat er natürlich predicted. Geht auf Verfolgung. Und macht mein Mamutel jede Menge Schaden. Hier wechselt er gegen mein Tantoxa tatsächlich sein Florges ein. Auch wenn er nichts machen kann, aber er kann, wie man gleich sehen wird. Ja, also ich packe erstmal meinen Säurespeier aus, der natürlich kaum Schaden macht, aber wenigstens die Spezialverteidigung stark senkt. Weswegen auch. Ja. Ein Florges, ein Sido, was er jetzt nicht mehr so gut wegstecken sollte. Und hier, da habe ich schon Angst bekommen. Okay, entweder er bleibt jetzt drin und lässt eben den Wutstrom auf sich selbst wirken. Oder er wechselt aus. Nichtsdestotrotz, ja, ich gehe hier natürlich auf Siedewasser, weil wenn er ausgewechselt hätte, was er auch gemacht hat, ja, hätte es natürlich. Er hätte ein weiterer Säurespeier nichts gebracht und deswegen, ja, bin ich hier eben aufs Siedewasser gegangen. Wieder auf den Burn hoffend, weil ich war mir schon fast sicher, dass er hier in sein Metacross gehen will. Aber gut. Ja, hier opfere ich natürlich mein Tentoxer. Ich will in dieses Mega-Metacross wirklich nichts reinwechseln. Und hier kassiert mein Rotom nochmal einen Patronenhieb. Dieser Patronenhieb könnte eventuell sehr entscheidend sein noch. Denn, ja. Er hat noch eine weitere Priorität in seinem Team. Nämlich sein Choice Band Shirox. Und Choice Band Shirox darf man nicht unterschätzen. Das Pokémon haut selbst bei so einer krassen Resistent. Keine Ahnung. Also Resistenz. Ja. Macht es immer noch jede Menge Schaden. Und. Da ist das schon nicht gut, so viel Schaden schon auf seinem Rotom zu haben. Aber gut. Es war ja der erste Zug mit seinem Tricephalorohr, mit Drachenpuls so viel Schaden auf mich machen konnte. Hier, ja, gehe ich in meinen Trevenant gegen dieses Florges, denn ja, Florges kann gegen Trevenant nicht wirklich was machen. Besonders weil ich eben hier mein Brunos Bären-Set spiel und somit auch nicht vergiftet werden kann. Und ja, mit Egelsam mache ich ihm natürlich immer wieder Schaden und heil mich dadurch dann auch noch. Das heißt, dass dieser Stallkampf hier, der geht, denke ich mal, für mich aus. Hier dachte ich, okay, er ist jetzt bei relativ viel KP. Entweder er wechselt jetzt aus oder
Er geht auf Aromakur. Dachte mir, okay, gehst du eben mal aufs Irrlicht, aber ja, anscheinend spielt er keine Aromakur auf seinem Florges. Und ja, switchen wollte er auch nicht gegen dieses Stromborg. Wobei er natürlich sein Scherox ein sehr, sehr guter Switch-In ist, wenn ich nicht gerade Irrlicht drücke. Deswegen, hier sieht man auch schon, nach dem Holzgeweih ist natürlich dieses Florges down. Und hier geht er natürlich sofort in Scherox und ja, bringt ein Aero. Ein Aero. Was ist denn los mit mir? Bringt ein Aeroass raus. Ich hätte in dem Fall meinen Rotom nicht rein switchen können, denn ja, ein Aeroass hätte, denke ich mal, gekillt, weil es nur einfach resistet ist. Zumindest zwei hätten auf jeden Fall gekillt. Und deswegen wollte ich das nicht riskieren. Hier eben meinen Rotom reinzuschicken. Mein Rotom ist hier meine einzige Win Condition. Man sieht ja auch schon, der Schaden auf diesem Phoenixes. Oh, Hitzekoller. Choice Specs Rotom mit Hitzekoller. Es ist einfach krass. Oder war ich Choice Scarf? Ich weiß es gar nicht mehr. Sieht eher nach Choice Scarf aus, weil ich dieses Phoenixes outspeedet habe. Ja, ist wahrscheinlich doch Choice Scarf. Ja, habe ich euch nur Blödsinn erzählt. Aber das ist schon krass an der Stelle. Naja, hier opfer ich mein Mamute. Es bringt gegen dieses Scherox eh nichts mehr. Und dadurch, dass er jetzt eben auf den Patronenhieb gelockt ist, kann ich meinen Rotom reinschicken. Und hoffen, dass ich einen Patronenhieb überlebe. Das war meine einzige Chance, hier noch irgendetwas zu reißen. Ja, und geh auf den Hitzekoller, der natürlich zum Glück, nicht natürlich, zum Glück auch trifft und dieses Scherox aus dem Spiel nehmen kann. Yay! Ich würde sagen, das war ein sehr, sehr spannender Kampf, denn Choice Band Scherox bei Full Life hätte eventuell wirklich noch sehr viele Probleme machen können. Ich gebe zu, ich hatte hier relativ viel Glück auch in dem Kampf. Also, ich sage jetzt mal so: Bis auf den einen Hex da mit der Hitzewelle gab es keine Hex, deswegen war es auch ein guter Kampf. Aber der hat, denke ich mal, doch, also wegen dem kontinuierlichen Schaden auf dem Florges, hat es doch gemattert. In gewisser Weise. Denn, ja, ich habe ein Irrlicht eben gespart, sage ich jetzt mal, von meinem Trevenant auf dem Florges. Und dadurch, dass er keine Aromakur hatte, war es natürlich kontinuierlicher Schaden auf dem Florges. Und das hat doch hier ganz schön was kaputt gemacht, sage ich jetzt mal. Also, das war doch ein bisschen lucky, auch wenn es jetzt dadurch, dass ich eben meinen Trombock noch hatte mit Irrlicht und ich das auch als guten Switch-In sehe. Ja, war das jetzt nicht so schlimm. Aber ja, war ein sehr, sehr nicer Kampf. Wenn's gefallen hat, Leute, auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben. Und ansonsten noch einen schönen Tag und bis dann und ciao.